Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Liebe Zuschauer, wir beginnen mit unserer nächsten Sendung im Rahmen der Sendereihe Berlin Talk, dem Gespräch aus der Bundeshauptstadt. Das heutige Thema ist ein Thema, was sehr viele von uns betrifft. Das ist nämlich Gewaltprävention, insbesondere unter Migranten, insbesondere Migrantenkindern. Wir kennen die Situation, die ist sehr prekär. Es gibt bundesweit, insbesondere aber in Berlin, einfach Brennpunkte, soziale Brennpunkte, in denen verschiedene Ethnien, aber auch verschiedene Hintergründe, verschiedene Menschen aus verschiedenen Hintergründen aufeinandertreffen und es dort zu Entladung von Gewalt, zu Entladung von sozialen Konflikten kommt, die letztlich sich in einer schlechten Situation und in einem schwierigen sozialen Umfeld resultieren und die dann dazu führen, dass sehr viele, natürlich auch sehr viele Anwohner Angst haben, sehr viele Menschen von denjenigen, die daran beteiligt sind, sind muslimisch. Statistiken aus dem Jahr 2009 sagen etwa 80%. Und in Berlin zumindest von den Intensivtätern, sie haben einen muslimischen Hintergrund. Und all diese Situation führt dazu, dass die allgemeine Islamphobie, die ohnehin herrscht, dann dadurch nochmal verstärkt wird. Wir haben zu diesem Thema heute eingeladen, als erstes den Herrn Benedikt Lux. Er ist Mitglied des Abgeordnetenhauses und vertritt die Bündnis 90 Die Grünen. Dann haben wir hier den Herrn Reat Saleh. Er ist Mitglied des Abgeordnetenhauses aus Berlin und vertritt die SPD, ist auch Leiter des Projektes Stark ohne Gewalt. Zu meiner Linken sehen Sie Herrn Stefan Weiß. Er ist leitender Polizeidirektor, und er vertritt letztlich die Staats, also letztlich die Situation, was die Polizei hier unternimmt und was dort für Projekte derzeit laufen. Darüber wird er uns aufklären. Und dann nochmal zu meiner Linken Herr Imam Abdul Basit Tariq. Er ist Imam und Religionswissenschaftler der Khadija Moschee. Herzlich willkommen. Als erstes, wir hatten, Herr Weiß, gerade hatte ich angesprochen, die Situation in den sozialen Brennpunkten. Die Situation ist, wir kennen die Brennpunkte berlinweit verteilt, also Neukölln, Kreuzberg und dann noch einzelne Punkte dort. Können Sie mal kurz die Situation schildern? Mit was werden Sie als Polizist oder wird die Polizei allgemein dort vor Ort konfrontiert? Was sind die Probleme? Ja, die Probleme sind schon, wie Sie anmoderiert haben, so, dass wir oft Situationen mit Jugendlichen haben, die allerdings nicht nur Migrationshintergrund haben, sondern die schon, man muss da den Blick eher auf die soziale Situation wenden, die aber dann Probleme haben, sich teilweise zu artikulieren, wo die Gewaltschwelle relativ niedrig hängt und wo auch polizeiliches Einschreiten nicht auf Zustimmung trifft. Das heißt, man sieht sich möglicherweise bei einem ganz simplen Verkehrsverstoß, wo man einschreiten will, schnell einer größeren Gruppe gegenüber, die dann dieses Grundverständnis nicht unbedingt hat, warum Polizei hier tätig wird. Es wird dann schnell unterstellt, man würde ausländerfeindlich sein und nur deswegen tätig werden. Und da schaukeln sich dann leider Situationen hoch, die wir auch nicht wollen, die dann auch teilweise einen banalen Einsatzanlass wie diese Verkehrsordnungswidrigkeit haben und gipfeln dann teilweise in andere Gewalttaten, in Gefangenenbefreiung, in Widerstandshandlungen, in Körperverletzungen und dergleichen. Und das sind Situationen, die sehen sich unsere Kolleginnen und Kollegen schon häufiger gegenüber. Und wir haben schon vor einigen Jahren überlegt, wie wir sozusagen weit im Vorfeld versuchen können, durch vertrauensbildende Maßnahmen, durch auch durchaus Fortbildungsmaßnahmen interner Art, also für unsere Kolleginnen und Kollegen, da ein bisschen die Anspannung herauszunehmen. Und da kommen wir vielleicht ja später nochmal zu, mit welchen Ansätzen wir schon der Meinung sind, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Natürlich. Herr Saleh, an Sie nochmal kurz die Frage. Wir hatten in Berlin den Namen Rütli-Schule. Da sind Lehrer letztlich auf die Barrikaden gegangen, weil die Situation irgendwann unhaltbar war. Und würden Sie mal kurz beschreiben, wie das dazu gekommen ist oder wie allgemein die Situation unter den insbesondere den Migrantenjugendlichen ist?
Es gibt bei vielen Jugendlichen, auch da ganz bewusst mit und ohne Migrationshintergrund, überall dort, wo die Situation, auch die Situation der Eltern, die Situation im Umfeld schwierig ist, gibt es immer wieder Tendenzen, dass dort auch sich Verhalten von jungen Menschen am Ende auch in Gewalt umschlägt. Für den Bereich, den ich im Auge habe, das heißt den Bereich Spandau und die sozialen Brennpunkte im Bezirk Spandau, ist aber am Ende die Zahl derer, die straffällig sind, im Vergleich derer Jugendlichen, die es tatsächlich in der Gesamtzahl gibt, am Ende Gott sei Dank doch noch sehr gering. Das Problem, was wir in Berlin haben, ist, dass viele junge Leute, die Straftaten begehen, nicht nur eine Straftat begehen, sondern oftmals 10, 15, 20, gar 30 Straftaten begehen. Und dass dadurch am Ende sich die Anzahl der Straftaten und damit auch die Anzahl der Bedrohlichkeiten anderen Menschen gegenüber an der Anzahl hoch ist. Aber Gott sei Dank, dass die Anzahl der Straftäter selbst im Grunde genommen auch in einem Bezirk am Ende überschaubar ist. Die Situation zeigt sich momentan darin, dass dort, wo man anfängt, präventiv zu arbeiten, das heißt dort, wo Verwaltung, zum Beispiel Polizei, gemeinsam mit Behörden, gemeinsam mit Projekten vor Ort tätig ist, sich die Situation in großen Teilen auch entspannt hat. Selbst an dem genannten Ort wie die Rüttli-Schule. Da hat man gemerkt, wie es funktioniert. Bei der Rüttli-Schule wurde viel unternommen, viel Anstrengung unternommen, ein Fokus auf diese Schule gesetzt. Und durch die Vernetzung und auch die Aktivierung von Ehrenamt und jungen Menschen und daraus einen Campus zu machen, hat jetzt Rüttli Campus mittlerweile nicht mehr den Ruf eines Ortes, wo Gewalt herrscht, sondern mittlerweile ein Modellprojekt, ein Leuchtobjekt für ganz Deutschland, wie man aus einer Gewaltschule am Ende eine, durch Prävention eine Modellschule machen kann. Dankeschön. Dann Herr Lux, also wenn ich mir die Situation letztlich anschaue, wir leben in Deutschland in einem Wohlfahrtsstaat. Letztlich kann eigentlich durch die Mittel, die es eigentlich gibt, von allen Seiten, technisch gesehen, jeder hat genug zu essen, jeder hat genug sich jetzt anzuziehen und so weiter, im Vergleich jetzt zur weiten Welt, die es sonst draußen noch gibt. Trotzdem gibt es diese Faktoren, dass viele Menschen auch im jungen Alter sagen, Raub und Diebstahl steht auf deren Tagesordnung. Warum denken Sie, was ist der Hintergrund, wie kommt es dazu, dass Kinder und Jugendliche überhaupt von sowas angezogen werden können? Ich denke, da gibt es mehrere Gründe. Der erste ist, dass Respekt nicht bei allen vorhanden ist, dass es Menschen auch gerne mögen, Grenzen zu überschreiten, bewusst auch Regeln zu brechen, um sich auszuprobieren, bewusst auch gerne andere Menschen verletzen, leider. Ja, leider, muss man sagen. Es gibt sie meistens männlich, meistens jünger, meistens auch mit Alkohol, nicht alle. Aber das sind die Situationen von Gewalt, auch häufig in der Ehe. Das sind meistens wir Männer, muss man ganz ehrlich sagen. Und der Grund dafür ist, glaube ich, dass es dann den Menschen abhanden kommt, sich in die Situation des anderen hereinzuversetzen. Was passiert dort gerade mit dem Menschen, den ich fertig mache, beleidige, vielleicht eine schlage, sein Handy wegnehme, was auch immer. Und ich glaube, die zwei Werte muss man jedem Menschen und auch gerade Kindern so früh wie es geht beibringen und auch immer wieder versuchen, nochmal beizubringen. Und wenn man sie einmal überschreitet, wie hier auch gesagt worden ist, dann muss man versuchen, sie zurückzuholen und immer wieder auch eine zweite Chance zu geben. Wenn es allerdings zu hart war, dann muss man eben auch mal ins Gefängnis gehen. Und eben dort muss auch was passieren. Spätestens dort müssen die jungen Leute lernen, dann wieder sich wie ordentliche Menschen straffrei zu benehmen. Herr Imam, wenn ich mir anschaue die Lehre des Islam, und sehr häufig sind ja die Kinder, die jetzt auch straffällig werden, und insbesondere die sprechen wir heute hier an, die auch einen muslimischen Hintergrund haben, aus verschiedenen Räumen, wo der Islam präsent ist, sind deren Eltern hierher gezogen oder Großeltern. Und viele von denen identifizieren sich auch heute mit dem Islam und geben das auch, wenn man sie danach fragt, auch ganz offen und ganz stolz zu. Und trotzdem kenne ich das so aus dem Islam, dass Respekt gegenüber den Eltern und ein Respekt gegenüber Älteren und eine Gesetzestreue vom Islam vorgeschrieben ist, als erster Punkt. Und als zweiter Punkt, dass wenn ich mich die ganze Zeit mit Menschen aufhalte,
die gut sind, dann färbt das auf mich ab. Und andersrum auch, wenn ich eine Atmosphäre oder wenn ich in einer Gruppe bin letztlich, wo vieles schlecht ist, wo ohnehin schon Perspektivlosigkeit herrscht, wo die Leute nicht wissen, was sie möchten in Zukunft, dass das auch auf einen abfärbt, der da neu dazugekommen ist. Würden Sie diese beiden Punkte kurz aus der Sicht des Islam beleuchten? Ja, ich würde sagen, der heilige Prophet Muhammad, Friede Gott sei mit ihm, hat gesagt, dass jedes Kind ist mit einer reinen Seele geboren. Er kommt mit einer reinen Seele. Ohne Islam glaubt nicht diese Erbsünde. Islam glaubt, dass jedes Kind kommt mit einer reinen Seele und Körper zur Welt. Aber das ist die Erziehungsart und Weise der Gesellschaft, die ihn zu einer Kriminalität oder Täter macht oder einen guten Mensch macht. Ja? Und ich würde sagen, ich kann nur mit einem Wort sagen, dass die Jugendlichen hier, es fehlt ihnen die islamische Erziehung. Und dafür erkläre ich die Eltern schuld. Weil der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Friede Gott sei mit ihm, hat gesagt, wenn ein Kind 7 Jahre alt ist, er muss unbedingt das Beten lernen, ein bisschen Koran lesen lernen und ein bisschen Manieren. Wie kann man den Eltern gegenüber verhalten, Respekt für die Eltern. Herr Lux gerade angesprochen. Ja, und Respekt für die Eltern. Und viele Eltern, das Problem ist, dass es fehlt ihnen auch die viele Eltern, muslimische Eltern, der Grundkenntnis des islamischen Glaubens. Die sind einfach hergekommen, die sagen Alhamdulillah, ich bin Muslim, wir sind Muslime, aber ob sie überhaupt 5-mal in einem Tag beten, ob sie wissen, was im Koran steht, ob sie wissen, was der heilige Prophet Muhammad, Friede Gott sei mit ihm, gesagt hat. Wenn den Eltern den Wissen oder Erziehung fehlt, wie können sie ihre Kinder, ich würde sagen, beibringen? Und was meine, ich bin seit 30 Jahren in Deutschland. Meine Anmerkung ist, meine Erfahrung ist, dass wenn die Eltern gut sind und sie wollen ihre Kinder richtig ernsthaft erziehen, dann geht es los. Und das zweite Ding, was Sie mir gesagt haben, was war der Punkt, dass die, Startreue, das heißt, das ist auch eine Erziehungssache. Also man muss wissen, dass zum Beispiel ein muslimisches Kind sagt, ich habe meine Heimat verlassen, ich bin in diesem Land gekommen und Deutschland hat mich alles gegeben, was ich brauche. Ich habe eine Wohnung, ich habe genug zum Essen, ich habe also das heißt, was ich brauche, ich bekomme. Und die deutsche Regierung hat mir gegeben. Dafür muss ich deutsche Regierung und Deutschland dankbar sein. Und ich muss ein gutes Mitbürger, ein friedlicher Mitbürger also mitmachen. Das ist die Grundlehre des Islam. Dankbarkeit für diejenigen, die ihnen Gefallen tun. Wissen Sie, die tun mir Gefallen und ich bin böse mit dir. Das ist überhaupt keine Moral. Das ist überhaupt keine Menschlichkeit. Also wir müssen den Staat zerstreut sein, aber Problem ist, wer lehrt ihn? Wenn ein muslimischer Junge geht in die Schule, er hat eine Gruppe, Freunde, Klassenkameraden, sie rauchen Haschisch oder sie machen alles, was im Islam streng verboten ist. Und der Junge ist auch zu Hause nicht erzogen und er sieht, was in die Klassenzimmer passiert und was seine Klassenkameraden machen, das macht Spaß. Aber wenn ein Kind sagt, nein, meine Mutti hat mir gesagt, nein, das ist verboten, das darf ich nicht. Ich muss immer gutes Junge sein, ich muss Eltern respektieren, meine Lehrer respektieren, ich darf nicht Alkohol trinken, ich muss beten, ich muss zu Gott wenden. Also das sind die Sachen, ich würde sagen, mit einem Satz, es fehlt die Erziehung. Und dafür würde ich sagen, das ist meine Anmerkung. Für die langjährige Anmerkung, ja. Für die Erziehung ist ja hauptsächlich natürlich auch die Schule mitverantwortlich. Ja, ja. Und da würde ich gerne zuerst auf Herrn Saleh zum Sprechen kommen. Vor kurzem hat der Berliner Senat entschieden, dass die Hauptschule und Realschule, dass dieses System wegfällt und dass eine Sekundarschule daraus wird, die dann alle Kinder, die nicht ins Gymnasium kommen, auffängt. Und in Anbetracht dieser Situation, dass letztlich ja auch die Gruppe auf einen abfärbt und in der man sich aufhält, und im Hinblick auf die Tatsache, dass die meisten Kinder auf einer Hauptschule bis jetzt ja perspektivlos waren, also
ohne Realschulabschluss meistens keine Ausbildung und in der Folge dann überhaupt keine Perspektive im Leben. Wie würden Sie das erläutern? Wird das die Lösung bringen? Zumindest bringt es einen Teil der Lösung. Ich finde die Schulstrukturreform, die jetzt umgesetzt wurde, richtig. Wie war es vorher? Vorher war es so, dass Kinder im jungen Alter mit 11,5 Jahren von der Lehrerin oder vom Lehrer eingeteilt worden sind. Nach gut, nach mittel und nach schlecht. Das heißt, in jungen Jahren wurde ihnen die Perspektive vorgegeben. Jemand, der eine Gymnasialempfehlung bekommen hat, konnte mit Sicherheit davon ausgehen, dann in ein Umfeld auch zu kommen, um mit der Perspektive am Ende seinen Weg zu machen. Jemand, der auf eine Hauptschulempfehlung bekommen hat, hatte oftmals dann mit dem Tag an kaum noch eine Chance. Jetzt aber ändert sich das Ganze. Jetzt hat man die Möglichkeit, auch im Laufe der Jahre, je nach Stand und Entwicklung der Kinder, sich zu entwickeln, sich zu machen. Und damit kann man auch mit 11, 12, mit 13, mit 14 auf einmal sagen, Mensch, die Schule macht mir Spaß, ich habe mein Umfeld, meinen Freundeskreis geändert und plötzlich macht man am Ende tatsächlich sein Abitur oder auch nicht. Oder man verlässt halt dann nach der 10. Klasse die Schule. Ich finde es richtig, dass man die Menschen nicht zu früh, also nicht mit 11,5 Jahren, bereits ihr Leben und ihre Perspektive vorgibt, sondern dass man den jungen Menschen die Möglichkeit gibt, im Laufe der schulischen Entwicklung, im Laufe des schulischen Lebenslaufes, sich zu entwickeln. Gibt es in vielen anderen Ländern, in Skandinavien, auch im türkischen Raum, auch im arabischen Raum, mit großem Erfolg, muss man sagen, dass die jungen Leute tatsächlich nicht von Anfang an abgeschrieben werden. Was richtig ist, eine Schulstrukturreform mit der Größe muss auch dann finanziell unterstützt werden. Das heißt, man muss Mensen bauen, man muss für einen Ganztagsbetrieb letztendlich auch die Rahmenbedingungen schaffen, damit auch die jungen Leute an der Schule auch was zu essen haben. Das heißt, dass keiner zur Schule kommt und nicht die Möglichkeit hat, auch mittags was zu essen und so weiter und so fort. Und da hat der Senat die entsprechenden Rahmenbedingungen gesetzt. Es könnte noch mehr sein, wie in vielen anderen Bereichen des politischen Handlungsfeldern, die man hat. Aber dass für uns der Bereich Bildung und damit der Bereich schulische Fortbildung, schulische Wege eine ganz hohe Priorität sind, ist bei uns sicher. Herr Lux, zu Ihnen noch. Also natürlich muss Bildungspolitik darauf reagieren, um frühzeitig diese Gewaltprävention von vornherein zu kontrollieren und zu kanalisieren, damit das gezielt bei den Leuten ankommt, auch wo man es eigentlich haben möchte. Trotzdem gibt es ja weiterhin die Schulen, die zu 80-90% Migrantenanteile haben, die sind in Berlin in vielen Orten verteilt, wo kaum sich Eltern, die deutschstämmig sind, trauen, ihre Kinder hinzuschicken. Wie kann man dieses Problem lösen, dass die Kinder auch mal mit der Realität, dass es auch andere Menschen gibt, konfrontiert werden und dort auch diese Erfahrungen dann letztlich machen, wie mit denen umzugehen ist, auch im Alltag, auf der Straße? Ja, man muss die entsprechenden Angebote machen, ne? Das wäre schön, wenn eine Schule das organisieren könnte, häufig mal aus dem Stadtteil rauszugehen oder den Stadtteil erstmal gut kennenzulernen, die Menschen dort kennenzulernen, andere Einrichtungen dort kennenzulernen, im Kiez auch Leute, die dort was anderes machen, einen Café oder ein Seniorenheim oder so mal einzuladen und zu schauen, was die machen. Ich glaube, das geht gut, wenn man tatsächlich Ganztagsbetrieb hätte an der Schule, wenn man dort mehr Angebote hätte, nicht nur 6-7 Stunden reinen Unterricht, sondern eben auch viel mehr interessante Angebote an eine Schule holt und sich auch austauscht mit allen anderen Gegenden Berlins. Da kann uns Vielfalt nur gut tun. Und zu dem Problem, dass Deutsche sich nicht trauen, ihre Kinder anzumelden bei Schulen. Ich glaube, dieses Problem wird größer werden, weil die Durchmischung nicht mehr so stimmt. Man kann mit Geld mittlerweile sehr, sehr viel bewegen. Und auch hier muss man sagen, ich sehe das nicht ganz so optimistisch wie Herr Saleh. Ich glaube, da kann noch viel, viel mehr getan werden, um Schule tatsächlich für alle attraktiv zu machen und auch jetzt darauf zu achten, dass bestimmte Stadtteilschulen, dass bestimmte Mittelschulen nicht dann genauso schlecht werden wie früher die Hauptschulen. Ja? Und die Frage eben der Perspektivlosigkeit, um wieder auf das Thema Gewalt zu kommen, ist dann tatsächlich eins,
wo man dauerhaft eine gute Perspektive haben muss. Das wird nicht nur die Schule allein können, das müssen die Eltern müssen da unbedingt mithelfen. Da muss es auch die Angebote weiterhin geben. Die Bundesregierung, das hat jetzt nichts mit Herrn Zahli und der SPD zu tun, aber mit der CDU und mit der FDP, die nicht hier ist, die haben die Mittel dafür gestrichen, dass es Kurse gibt für alleinerziehende Mütter, für Eltern, die Probleme mit ihren Jugendlichen haben. Und wenn ich den Imam auch richtig verstanden habe, dann wirbt er auch gerade darum, dass die Eltern wieder mehr Verantwortung übernehmen für ihre Kinder, was sie draußen tun, sich fragen, wie geht es dort, und dass eben die entsprechende Korrespondenz mit der Polizei, aber auch mit der Staatsanwaltschaft und anderen Behörden wieder funktioniert. Und hier spätestens muss auch Berlin, muss auch die Stadt sagen, wir brauchen auch mehr Migranten bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft. Wir brauchen mehr Sprachkompetenzen in beide Richtungen. Natürlich soll jeder, der hier wohnt, Deutsch können und soll auch verstehen, wenn ihn die deutsche Staatsanwaltschaft anklagt und sagt, so, du hast eine Strafe. Aber wenn ihn das am Ende keiner erklärt, kommen wir auch nicht weiter. Ja? Und ich glaube auch, dass wir hier schneller zu Pass kommen müssen. Sonst geben die Eltern ihre Kinder auf und sagen sehr früh, mach du mal dein Ding, interessiert mich nicht, ich bin überfordert, halten sich raus. Und das kann eben nicht die Lösung sein. Vielleicht ergänzen zu dem Ansatz von Herrn Lux, dass man sich kennenlernen muss. Ich denke auch, es fängt immer ganz, ganz einfach an, ist aber offensichtlich schwer umzusetzen, nämlich Vorurteile abbauen, miteinander reden. Wenn man sich individuell kennenlernt, dann kann man auch vielleicht von eingefahrenen Wegen abgehen. Wir machen zum Beispiel seit einiger Zeit Pankow meets Hellersdorf und Wedding meets Hellersdorf. Da werden Schulklassen aus Pankow und aus Wedding, die werden nach Hellersdorf gebracht und kommen dort in Kontakt mit anderen Jugendlichen. Gerade noch so ein bisschen die Ost-West-Situation. Also Hellersdorfer Jugendliche haben da vielleicht auch noch mehr Defizite oder Berührungsängste. Und ich sage mal, das schiebt die Polizei ja nur an. Das ist ja eigentlich nicht polizeiliche Aufgabe, aber das schieben wir mit an und begleiten auch dann die Schulklassen in den anderen Bereich und unterstützen auch so ein klein bisschen natürlich mit polizeilichen Angeboten, um es vielleicht auch noch interessanter zu machen. Aber das Entscheidende ist, dass man sich kennenlernt und dass man miteinander redet. Und ich will auch die Ausführung von Herrn Tarek noch mal kurz auch bestätigen. Wir stellen auch in den Schulen fest, dass zwar sehr oft sich auf den Islam berufen wird, aber das ist oft auch alibistisch. Es fehlt die Kenntnis. Und wir gehen auch dann bei konkreten Problemfällen, wo wir von den Lehrern gebeten werden oder von den Schulleitern gebeten werden, gehen wir in die Schulen, nehmen uns auch Projektpartner mit, Lichtjugend sehr oft, und versuchen dann mit den Projektpartnern zusammen, die Jugendlichen so ein klein bisschen zu demaskieren und ihnen zu sagen, dass das Verhalten, und das geht ja genau in die Richtung, dass das Verhalten, was Sie aber an den Tag legen, eben gar nicht dem Islam entspricht und im Koran es ganz anders steht. Und dann kann man sehr schnell sie auch so ein klein bisschen nachdenklich machen. Und ich denke, es geht immer darum, individuell auf Einzelne zuzugehen, sie allerdings auch dann, auch Jugendliche, ernst zu nehmen, auf Augenhöhe miteinander zu reden und auch stark zu machen. Und die Schule allein kann es nicht richten. Wir müssen auch stärker die Eltern in die Pflicht nehmen. Herr Imam Tarek, vielleicht könnten Sie kurz erläutern, in dem gesamten Zusammenhang, Bildung ist eine Seite. Und manch einer dieser Jugendlichen ist ja auch noch, wenn die religiös aktiv sind, auch noch in einer Moschee, sind gebunden oder die sind in der Koranschule oder in anderen muslimisch oder von ihrer Herkunft geprägten Organisationen. Was denken Sie, was ist die Aufgabe von einer Moschee oder von so einem Verein? Was kann dort in diesem Zusammenhang gemacht werden und den Kindern beigebracht werden, damit man sie von der Gewalt wegholt, von der Kriminalität wegholt und von der Attraktion dieser Kriminalität wegholt? Es ist so, dass ich kann nur ein Beispiel geben. Der Islam, die grundlegende Lehre von Islam ist, dass diese Welt ist vergänglich. Und es gibt ein ewiges Leben nach dem Tod. Und diese Welt ist, und diese Freude, dieses Leben und was wir hier haben, das ist alles vergänglich. Da müssen wir müssen uns vorbereiten vor einem Leben, die ewig ist, also nach dem Tod. Und das ist ein Grundgesetz des Islam, also Glaube an das Leben nach dem Tod. Und die Erziehung ist, zum Beispiel der Koran hat das Habgier, also Hirs, Habgier hat mit einer Hülle also verglichen. Wenn es zu viel Werbung gibt über Autos, über Reiseziele zum Beispiel, also schön Sex, Musik, Urlaub, Autos, Handy, sowas. Dann der junge Mann, der 18 Jahre alt ist, er hat große Lust. Ich muss das kaufen, das muss ich kaufen, das muss ich kaufen. Es ist die Habgier. Und er sagt, dann sagt man, okay, ich habe kein Geld, meine Mutti hat nur 20 Euro gegeben, ich brauche aber 20 Euro.
Und das ist diese Habgier. Das heißt, diese Feuer, das Habgier wird angefocht durch diese Werbung. Und der junge Mann sagt, ja, ich gehe mal hin, ich kaufe das und das, hat er kein Geld. Und dafür bemüht er sich, das Geld von illegalen Mitteln zu Diebstahl oder Betrug oder sowas. Die Aufgabe der Moscheenvereine und Aufgabe in die Moscheen, die irgendwelche muslimische Vereine sind, dass die Jugendlichen sagen, du musst das machen, was du hast. Du musst zufrieden sein, was Gott dir gegeben hat. Wenn du 20 Euro hast in deiner Tasche, du musst 20 Euro umgehen, weil diese Sachen sind nicht für alle Menschen. Ja? Diese Freude sind vergänglich. Erziehung, dass dieser Materialismus oder diese Habgier zu bremsen, zu heruntersetzen, sagen, wir glauben an Gott und meine Freude liegt an die Spiritualität, an die Religiosität. Meine Freude liegt an meiner Seele und nicht im dickes Auto oder Reiseziel oder sowas. Das ist normal, weil wissen Sie, alle Menschen sind nicht so spirituell. Jeder junge Mann will alles haben, was er in die Werbung sieht. Ja? Ich würde sagen, ich bin auch Imam einer Moschee und ich bin sehr zufrieden, Gott sei Dank. Das ist auch meine Anmerkung, dass wenn ein Junge aktiv ist in seiner Moschee und in seinem muslimischen Verein, bei ihm ist kaum etwas zur Kriminalität zu bestrafen. Also ich kenne in meiner Gemeinde, wir haben auch, wie viele Kodam haben wir hier ungefähr? 50 etwa? Ja, 50 Jugendliche haben wir. Und sie sind nicht alle so aktiv, aber sie sind zum Teil aktiv. Und sie haben Treffen mit Imam, es gibt Fragen-Antworten-Sitzungen. Ich kenne keine einzige von meiner Gemeinde, die irgendwelche Kriminalität, Jugendkriminalität involviert ist. Und das ist die Segnung der Kontakt mit der Moschee und Arbeiten. Nur Kontakt mit der Moschee und aktiv sein in der Moschee und mit dem Imam in Verbindung haben, das bringt vieles. Herr Weiß, Herr Imam hat gerade einen Ansatz geschildert, wie die Moschee damit einbezogen werden kann. Sehr häufig sieht man allerdings, ich hatte das eingangs erwähnt, diese Islamphobie, dass jemand, der sich ohnehin für Religion also mehr als normal interessiert, auf den wird dann schon mit ganz anderen Augen geguckt. Und wie sehen Sie die Situation? Also sehr häufig führen ja Parallelgesellschaften und diese Ghettoisierung, die letztlich ineinander verflochten ist, auch dazu, dass die Jugendlichen den Bezug zu der realen Welt, also die da draußen wirklich stattfindet, verlieren und mehr sich in einer Nische wiederfinden. Wie kann man die da rausholen? Oder ist das immer gefährlich auch da in der Nische? Das glaube ich gar nicht mal so sehr. Ich glaube, es geht auch immer ein bisschen um die andere Seite. Wir haben ja gerade in der Kooperation mit der Moschee von Herrn Tariq gesehen, es gab sehr viele Ängste und Vorbehalte, als die Moschee dort geplant und gebaut wurde. Man war es nicht gewohnt, man hat gesagt, hier gibt es keine Gemeindemitglieder, warum bauen die bei uns? Haben sich bedroht gefühlt, aber es war nicht greifbar. Und ich denke, es hat auch viel dazu beigetragen, was ich vorhin schon im Zusammenhang gesagt habe, sich öffnen. Entdämonisieren, also zeigen, worum geht es eigentlich, auch beim Glauben. Ja. Und Herr Saleh hat auch eine sehr schöne Veranstaltungsreihe, interreligiöser Dialog. Da geht es darum, dass wir gemeinsam ja auch gucken, was haben die Religionen für Gemeinsamkeiten. Es wird sehr oft versucht, eigentlich abzuschotten und zu sagen, richtig, falsch, bedrohlich, bekannt, unbekannt, gefährlich. Der richtige Weg sollte sein, wir gucken, wir haben viele Gemeinsamkeiten in den Religionen von den Grundwerten her. Und dann zu gucken, wie können sich eigentlich vielleicht sogar diese Religionen ergänzen und nicht gegenseitig sozusagen gefährlich werden. Das finde ich ganz wichtig. Und natürlich muss man immer einen Ausgleich zwischen dem Leben, wenn Sie sagen Ghettoisierung oder Parallelgesellschaft, also das Leben im eigenen Kreis muss auch immer offen sein sozusagen für das restliche Leben und auch für andere. Und wenn wir da eine Durchlässigkeit haben, die aber immer aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig auch bedingt, Information und Offenheit. Und wenn ich an die Gemeinde denke mit dem Spielplatz, der ja allen offen steht, da macht man Angebote und sagt, kommt zu uns, schaut uns unser Haus an, schaut uns, sprecht mit uns, spielt mit unseren Kindern zusammen und das sind genau die richtigen Wege, denke ich mal, dass man sich nicht abschottet, sondern dass man durchaus zu seinem Glauben oder auch zu seiner Lebensweise steht, aber die Umwelt dabei berücksichtigt und auch sich mit ihr austauscht. Ich muss auch ergänzen, dass
allgemeines Problem ist, dass wir leben in einer gottlosen Gesellschaft. Allgemein. So, überwiegende Menschen haben kein Interesse. Die sind sogenannte Muslime, Juden und Christen. Aber in ihrem praktisch, in ihrem Alltagleben, sie leben nicht nach ihrem Glauben. Aber sehr häufig flüchten die sich ja da rein. Ja, wenn man gefragt wird, warum machst du das, dann sagt er, ich bin Muslim, ich Muslim, darf das oder so. Ja. Oder so. Und das ist falsch. Ich bin besser oder so. Ja, das ist falsch. Das ist vollkommen falsch. Ich meine, wenn ein muslimischer Junge zum Beispiel geht, sagt, ah ja, was haben sie Religion getan? Nur Kriege? Nur Abgrenzung? Nur Hass gepredigt? Also meine Religion ist Humanität. Also ich glaube gar nicht. Und auch die, ja, zum Beispiel, wenn er will, dann sagt, okay, also Religion ist mir ein bisschen so, nicht so wichtig. Ich bin gut, ich bin humanisch, okay, ich bin gut mit meinen Freunden. Das ist meine Religion. Religion absagen, Gottlosigkeit und Atheismus, die Religion ist ein Symbol der Rückständigkeit. Ja, und ohne Religion zu leben, ist modern und ultramodern. Ich bin Entwicklung und erleuchtet, ja. Das ist das Problem, das damit haben die Jugendlichen grundmoralische Kenntnis, also grundlegende moralische Werte verloren. Und die leben in einem Zwiespalt zwischen Islam, was zu Hause mit Ordnung und sehr viel, auch teilweise mit Gewalterfahrung und von Vätern und so weiter einhergeht und dann in der freien Gesellschaft. Aber Herr Lux, ich würde mit Ihnen mal kurz ansprechen. Also ich würde das mal so ganz salopp sagen, ein Übel kommt selten allein. Das hat vorhin Herr Saleh auch erwähnt. Also wenn ein Jugendlicher sich in einem Gewaltdelikt oder in einem im Diebstahl oder so, wenn er sich einmal darin, wenn er einmal darin Erfolg gehabt hat, dass der sich immer weiter da hinein, immer weiter diese Dinge aufnimmt und immer tiefer gerät. Und angefangen von 12-Jährigen, die dann sich gegenseitig beklauen und vielleicht abziehen, erst 4 Jahre später dazu kommt, dass die Drogen konsumieren und verkaufen. Also wie kann man so einen Zyklus von vornherein stoppen? Was denken Sie, was wäre der beste Ansatz, den Kindern, die vielleicht auf so eine schiefe Bahn geraten, da in gewisser Weise Einhalt zu gebieten? Es kommt darauf an, in welchem Stadium sie sind. Ich war am besten, sie werden gar nicht erst kriminell. Dann werden sie kriminell, dann muss man sie schnell bestrafen, dann muss man schnell intervenieren. Da darf nicht erst ein Jahr vergehen, sondern das muss nächsten Monat sein am besten. Ja, da muss ausermittelt werden oder muss gesagt werden, du hast jenes gemacht. Alles klar, dafür kriegst du diese Strafe. So. Und dann muss man schauen, wenn es noch mehr und mehr wird und dann die ins Gefängnis kommen, spätestens dort muss das passieren, was die Gesellschaft nämlich nicht geschafft hat, nämlich den Respekt beizubringen. Ihnen eine Ausbildung zu verschaffen am besten, ja, dort auch oder dort zu arbeiten und eben auch einen Austausch mit ganz vielen anderen unterschiedlichen Kriminellen teilweise, mit deren Karrieren auch vor die Augen zu halten und allen letztendlich dann dort beizubringen, sich in die Lage von anderen Menschen zu versetzen, denen man wehtut. Und das ist im Gefängnis sehr, sehr schwierig. Und wir haben ein Problem auch, dass wir in der Politik häufig sagen, naja, wir brauchen mehr Polizei, ist auch gut, wir haben viel Polizei, man kann mehr haben und auch nicht, damit die Verbrecher gefasst werden. Und dann sollen die ins Gefängnis und da sollen die lange drin bleiben. Aber jetzt gucken relativ wenig Leute, was passiert eigentlich in diesen Gefängnissen. Und da haben wir in meinen Augen auch sehr schwierige Zustände, nämlich dass die Bediensteten im Gefängnis überhaupt keine Zeit haben, noch was mit den Leuten dort zu machen. Die Zeit für soziale Arbeit, aber auch für Ausbildung, die Zeit für Betreuung dort ist relativ gering. Und da habe ich große Sorge, dass viele Leute, die ins Gefängnis kommen, am Ende wieder genau da sind, wo sie am Anfang auch sind. Und ich glaube, hier muss Politik eben auch mehr tun. Ja. Herr Saleh, sehr häufig bekomme ich von manchen Menschen mit Migrationshintergrund dann zu hören, auch wenn die gut sind in der Ausbildung, dass Arbeitgeber sie nicht annehmen. Dass wenn sie Bewerbungen rausschicken, meistens haben die dann nicht die besten Deutschkenntnisse, weil es von Anfang an nicht trainiert wurde, auch wenn sie in Deutschland geboren sind. Dass am Ende Arbeitgeber so einen Vorbehalt haben von Grund auf, ich nehme keinen, oder es ist ganz schwierig, jemanden einzustellen, der so einen Migrationshintergrund hat. Wie denken Sie, wie kann man das den Arbeitgebern klar machen, dass dann der Effekt auf die Jugendlichen zurückkommt, zu sagen, ja, mir ist der Arbeitsmarkt ganz offen? Oder kann man die vielleicht
ja, sagen wir mal, kann man eine gewisse Quote verordnen oder was kann man da machen? Es gibt natürlich jetzt auch die gesetzlichen Möglichkeiten, wenn jemand sagt, ich wurde aufgrund meines Herkunfts oder aufgrund anderer Merkmale jetzt benachteiligt. Sieht man ja nach außen manchmal nicht. Das ist nicht so ganz transparent. Genau. Ja, aber auch bei der Wohnungssuche zum Beispiel. Wir haben ja auch immer wieder Beschwerden, dass bei der Wohnungssuche am Telefon bereits nach Nachnamen entschieden wird, ob man sich die Wohnung anschauen kann oder nicht. Es gibt die Möglichkeiten jetzt schon, wenn man das Gefühl hat, man wurde diskriminiert aufgrund von bestimmten Merkmalen, dass man dagegen vorgeht. Aber ich sag mal, die Realität ist natürlich so, dass man es immer schwer nachweisen kann. Was den Arbeitsmarkt betrifft, auch da gibt es und gab es auch in der Vergangenheit immer wieder Tendenzen, dass einige Arbeitgeber gesagt haben, wir stellen die Person nicht ein aufgrund seines Migrationshintergrundes. Das heißt, weil seine Papa oder seine Mama ursprünglich nicht aus Deutschland kamen, sondern aus der Türkei, aus Arabien oder aus anderen Ländern. Die Situation, wie sie perspektivisch sein wird, wird aber eine ganz andere sein, auch hier in Berlin. Wir werden händeringend nach Menschen suchen, die am Ende für den Arbeitsbereich qualifiziert sind oder die wir qualifizieren müssen. Wir werden auch wahrscheinlich es dahingehend die Tendenz haben, dass wir auch noch über Zuwanderung in einem Maße reden müssen, wie wir ihn bis dato nicht gehabt haben in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Das heißt, wir werden tatsächlich noch mal über Zuwanderung bundesweit von 500.000 Menschen bis 1 Million Menschen reden müssen, perspektivisch. Und zwar Menschen, die am Ende hierher kommen, um das Leben in Deutschland weitergehen zu lassen. Wir werden Menschen brauchen, die qualifiziert sind für die Top-Bereiche, das heißt für die Spitzenforschung. Wir werden aber auch für die einfachen Bereiche Menschen brauchen, das heißt im Pflegebereich, bei den Facharbeitern und so weiter und so fort. Und ich glaube, gerade da steckt momentan auch eine Chance, dass man jetzt über das Thema junge Menschen, die es hier gibt, die hier geboren sind, die im Grunde genommen Berlinerinnen und Berliner sind, dass man die qualifizieren muss, dass man denen vielleicht auch vorrangig die Chance gibt, jetzt auch durch die knappe Situation, das heißt, dass momentan Fachkräfte und auch Ausbildungsplätze frei sind, dass man darüber versucht, den Weg zu öffnen, dass die Menschen einen Platz finden. Die Realität ist auch da so leider, dass oft Arbeitgeber zu mir kommen und sagen, Herr Salih, ich würde die gerne einstellen, nur sie erfüllen nicht die Voraussetzungen. Sie erfüllen viele Sachen nicht, die wir aber bräuchten. Und da ist natürlich Nachjustieren angesagt. Da müssen wir natürlich auch in die Qualifizierung der jungen Leute setzen. Das ist 20 Jahre SPD-Bildungspolitik, die wir hier gemeinsam beklagen auch. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen, ja? Dass die jungen Leute hier bleiben, wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, immer wieder nachqualifizieren müssen, auch umsteuern müssen für andere Arbeitsbereiche, wurde zu spät erkannt. Das ist aber auch ein Berliner Problem. Also Berlin als Hochschulstandort, wo von vornherein klar ist, dass ein Großteil derjenigen Akademiker, die sich hier ausbilden, von vornherein ins Ausland oder in die restliche Bundesrepublik sich absetzen werden. Und dadurch natürlich auch die Hochschulplätze für die lokalen Leute dann auch ein Stück weit fehlen. Und durch das Dilemma in dem Zusammenhang, denke ich, ist auch viel. Arbeitsplätze fehlen ja auch. Also wo sind die Arbeitsplätze für die Leute, die hochqualifiziert sind in Berlin? Die fehlen ja, das, was Herr Salih sagt, das mag für Deutschland zustimmen, ja, aber in Berlin, glaube ich, ist es noch nicht ganz so rosig. Hier wird ja sehr stark auf Tourismus gesetzt von Klaus Wowereit. Und ich glaube, wir müssten eigentlich, tut mir leid, dass es jetzt so parteipolitisch wird, aber das ist, wir haben bald Wahlen. Und mir ist es wirklich, ich finde es wirklich ärgerlich, immer wieder über die gleichen Probleme an der Schule reden zu müssen, während wir es versäumt haben, hier gute, qualitativ hochwertige Arbeitsplätze, Jobs in Zukunft zu schaffen. Wir können auch jetzt nicht so tun und sagen, wir müssen noch weiter qualifizieren. Da draußen rennen ja Leute rum, von A nach B, von Jobcenter in die nächste Maßnahme und so weiter, wollen arbeiten, wollen noch was aus sich machen, aber die Angebote und die Arbeitsplätze sind nicht da. Das hat damit auch zu tun, da ist nicht die SPD alleine schuld dran und die Grünen hätten es auch nicht unbedingt besser gemacht, aber nach der Wende wurde es versäumt, hier auch Industrie und gute Arbeitsplätze anzusäumen. Das müssen wir jetzt reißen irgendwie. Ja? Die Industrie, die da war, ist ja sogar geflüchtet. Und nach dem Wegfall der Mauer waren auch die Industriearbeitsplätze weg, die auch vorrangig von Menschen mit Migrationshintergrund besetzt gewesen waren. Da begann auch im Übrigen für viele Menschen mit Migrationshintergrund damals auch diese Etappe, dass man quasi in die Arbeitslosigkeit und
und in die Dauerarbeitslosigkeit kam. Das heißt, man hat natürlich am Ende, am Anfang dann die Leute nicht mehr gebraucht, die die Billigarbeit an den Fließbändern gemacht haben. Aber vielleicht nur ein Satz zu Herrn Lux. Klar, wir haben Wahlkampf und in einem halben Jahr wird gewählt. Aber ich denke mir, dass gerade bei der Frage Migration und auch bei der Frage, wie setzen wir auch in die Zukunft des Landes, dass wir die Zukunft zusammenführen, das Land, und nicht das Land auseinanderdriftet. Da, glaube ich, haben wir auch übergreifend, über die Parteien hinweg, glaube ich, gute Erfahrungen gemacht, dass man bei solchen Themen gemeinsam sich dafür einsetzt, dass man sagen kann, Berlin ist eine weltoffene Stadt. In Berlin wird jeder Gebrauchte hier lebt. Und dass wir uns dann gemeinsam auch gegen die rechten Parteien, wie zum Beispiel Pro Deutschland, aktiv einsetzen, die momentan gerade dort eine Lücke für sich entdecken und sagen, es gibt Schwierigkeiten im Zusammenleben und daraus versuchen, Kapital zu schlagen. Und ich glaube, da hat Berlin auch parteiübergreifend eine gute Tradition, dass man sagt, in einem sind wir uns parteiübergreifend einig, auch die Religion, weil wir auch darüber geredet haben, zur Frage Islam, spielt es eine Rolle oder nicht, in der Stadt, dass Berlin ist die Stadt aller Religionen, der Juden, der Christen, der Moslems, der Atheisten, der Humanisten. Alle Menschen, die sich hier wohlfühlen, haben hier ihr Zuhause. Und das ist, glaube ich, der Grundkonsens, wo gerade auch einige rechte Parteien versuchen, an diesem Grundkonsens zu rütteln, sage ich mal. Ja, deswegen müssen wir ja auch die Probleme benennen. Und das machen wir heute auch hier. Ich fand es wunderbar, eben sich auch die Frage zu stellen, warum berufen sich so viele Gewalttäter auf den Islam? Und wenn Imam Tariq dann hier ganz klar sagt, das hat mit Islam nichts zu tun. Ja. Aber Herr Tariq, ich stelle auch wiederholt in den Gemeinden fest, dass die Leute, die jetzt noch vielleicht aus den einzelnen Ländern nach Deutschland ziehen, vielleicht durch Familiennachzug oder anderes, die haben ja meistens sogar Schwierigkeiten mit dem Anerkennen ihrer Zertifikate. Also die haben vielleicht eine Bachelor- oder Master-Ausbildung in ihrem Land gemacht und können das hier nicht anerkennen. Das ist auch ein Problem. Zum Beispiel, ich kenne sehr viel Ärzte. Die haben in Pakistan oder irgendwo in ihrer Heimat sehr gut als Arzt also Praxis haben. Rechtsanwälte zum Beispiel, hochgebildete Rechtsanwälte, Ärzte, Professoren. Aber ich kenne einen Professor, ist mein Freund, er hat Englisch gelernt in einer Universität. Und was macht er hier in Deutschland? Er macht in Pizza macht er Brot. Ja? Und ich habe gesagt, warum hast du, sagt, er hat überall gesucht. Arbeit gesucht, nicht gefunden und endlich muss er ein bisschen Brot verdienen für ihre Familie. Dann hat er sich, er wurde von einem Bezirk eingestellt, wo er arbeitet. Es gibt sehr viel hochgebildete Talent, kann man sagen, unter den Menschen mit dem Migrantenhintergrund, aber das wird nicht angewendet. Aber das ist ja vordergründig nicht eigentlich nur am Rand vielleicht relevant, ja, für die Gewaltprävention, weil das sind nicht Leute, die gewalttätig sind. Mhm. Aber Herr Weiß, wenn es von Gewalttätigkeit und wenn es von Gewaltprävention plötzlich die Rede ist, spielt ja die Polizei von Anfang an dann eine zentrale Rolle, auch in der Ideenbildung und so weiter. Und sehr häufig wird sehr viel auf die Polizei abgewälzt, zu sagen, alles muss die Polizei machen. Obwohl, wenn die Polizei eingeschaltet ist, wird oder eingeschaltet werden darf, in echt schon was geschehen sein muss. Ansonsten hat sie ja noch nicht den, also ist ja die Aufgabe noch gar nicht klar, was zu tun ist. Sehr häufig wird dann auch darüber diskutiert, ob mehr Überwachung denn helfen würde, mehr Polizeistreifen, mehr Kameras in der Stadt. Wir haben in London zum Beispiel 20.000 CCTV-Kameras neuerdings. Geändert hat sich da nicht viel. Vielleicht verlagert sich das von den Kamerastandorten in die Hinterhöfe oder in die Wohnungen und so weiter. Und niemand macht es mehr öffentlich auf der Straße. Wie sehen Sie, wie kann man dieses Dilemma durchbrechen und am richtigen Punkt ansetzen, auch mit den Fähigkeiten, die die Polizei hat, die ein Polizist oder Polizisten insgesamt mitbringen, um das Problem, um dieses Dilemma zu lösen, ja, und diese Gewaltspirale letztlich zu lösen. Ja. Also Sie haben eben gesagt, es muss erst was passiert sein, damit unsere Aufgabe sozusagen beschrieben ist. Das ist ja nicht mehr ganz so richtig. Ich denke mal, dass wir in den letzten Jahren und schon Jahrzehnten uns auch doch verstärkt eben um den Präventionsbereich gekümmert haben. Also ich sage immer relativ platt vielleicht, wenn wir relativ früh anfangen und verhindern etwas oder bringen, wie Sie es vorhin sagten, den Jugendlichen, der einmal straffällig geworden ist, vielleicht dann doch von dem falschen Weg runter. Wie, kann ich gleich nochmal sagen, wie wir es versuchen. Dann machen wir uns das leicht, weil wir hinten müssen wir keine Taten aufklären und keine Täter überführen und wir müssen die Gefängnisse, wie Herr Lux immer so sagt, nicht füllen. Wobei beim Jugendstrafrecht ja das Gefängnis sehr, sehr spät, wenn überhaupt kommt, die haben ja den Grundgedanken Erziehung vor Strafe, da gibt es ja viele abgestufte Maßnahmen, aber das mal außen vor.
Also ich sage mal, wir müssen, meine ich, nicht Polizei alleine, das ist ja auch der Ansatz von unserem Projekt und von vielen Präventionsprojekten, sondern gemeinsam mit Partnern, mit Netzwerken. Wir müssen gemeinsam auf Jugendliche zugehen und wir müssen ihnen, das hat Imam Tariq vorhin gesagt, wenn es dann notwendig ist, auch darüber informieren, was bedeutet denn Abziehen? Abziehen ist eine Straftat, das ist eine Raubstraftat und es kann dazu führen, wenn wir denn gut sind und denjenigen auch als Täter überführen, dass da auch das ganze zukünftige Leben sozusagen zerstört ist. Also man muss sich darüber im Klaren sein und das versuchen wir auch mal sehr deutlich zu machen. Das ist keine Jugendsünde oder das ist kein Sport, sondern es ist eine Straftat. Herr Lux hat es schon zweimal angesprochen, das finde ich auch sehr wichtig, auch auf die Opfersituation hinzuweisen. Das ist manchmal ein schmaler Grat in Jugendgruppen. Ist man Täter oder ist man Opfer? Oder das nächste Mal ist man dann selber Täter, weil man sich irgendwo rächen will. Also diese Sache auch zu durchbrechen, das geht aus meiner Sicht mit polizeilichen Mitteln, indem wir sehr früh im Präventionsbereich mit Partnern zusammen agieren, auf Jugendliche zugehen, aufklären über diese ganzen Sachen, ob es Drogen sind, ob es Waffen sind, ob es auch häusliche Gewalt ist, das ist vorhin auch angesprochen worden. Das sind alles Themen, die muss man besprechen und ich meine immer, ist es gut, wenn man sie bespricht in einer nicht akuten Einsatzsituation, sondern indem man zusammenkommt und indem man bei einem Tee oder wo, wie auch immer diese Sachen anders unabhängig bespricht. Und darüber aufklärt. Und ich denke mal, das ist dann auch aus meiner Sicht ein möglicher Weg, wie Sie vorhin gesagt haben. Wie können wir diese Spirale durchbrechen? Wie kriegen wir die Jugendlichen dazu, eben nicht 25, 30 Mal dann nachher ein Mehrfachtäter oder ein Intensivtäter zu werden? Wir müssen, glaube ich, sehr früh, und das ist innerhalb der Polizei auch nicht unumstritten, weil man dafür natürlich auch Manpower braucht. Man muss dafür Einsatzkräftestunden, wie wir sagen, muss man dafür investieren, die woanders dann vielleicht auch fehlen. Aber ich bin davon überzeugt und ich denke bei uns in der Polizei auch zunehmend mehr, dass das, was wir sozusagen am Anfang investieren, uns hilft und wir dann vielleicht idealtypisch im weiteren Fortgang auch gar nicht so viel Manpower brauchen, weil die Taten einfach da nicht da sind. Also nochmal ganz deutlich, früh anfangen, gemeinsam mit Netzwerkpartnern und mit Kooperationspartnern auf Jugendliche zugehen, wo wir nicht direkt an die Jugendlichen herankommen, Übermittler, ob das die Eltern sind, ob das Trainer von Sportvereinen sind, ob das Lehrer sind. Wir machen sehr viel auch in Schulen, wie gesagt. Und ich denke, das ist der richtige Weg, dass wir da auch präsent sind. Und wenn ich das noch sagen darf, es freut mich, wenn man jetzt zum Beispiel in eine Schule kommt, in Uniform. Das ist kein großer Überraschungseffekt mehr. Es gibt keine dumme Bemerkung, es gibt nicht den, was habe ich denn getan und wer hat dann die Polizei gerufen. Es ist heutzutage in fast jeder Schule ein normales Bild, wenn da ein Polizeibeamter, eine Polizeibeamtin in Uniform ist. Die sind als Partner anerkannt, die arbeiten mit den Sozialarbeitern zusammen, mit den Lehrern und machen auch viele Präventionsprojekte in den Schulen. Und ich denke, das ist der richtige Weg und den werden wir auch weitergehen. Und sofern wir können, werden wir den auch noch weiter intensivieren. Und also man muss früh anfangen und man muss aufklären. Ja, Herr Saleh, Ihnen würde ich jetzt in diesem Zusammenhang dann auch mehr oder weniger das Schlusswort geben. Also Sie hatten vorhin angesprochen, Sie haben ein Projekt, was genau darauf abzielt, dass Polizei und Jugendliche zusammenkommen. Würden Sie das mal in ein paar Sätze fassen? Gerne. Stark ohne Gewalt heißt das Projekt. Das läuft seit 2007 gemeinsam mit der Berliner Polizei. Jugendliche und Polizisten gehen gemeinsam auf Streife. Das heißt, sie sind unterwegs in den sozialen Brennpunkten, gemeinsam haben ein Sweatshirt an, wo drauf steht stark ohne Gewalt und gehen auf andere Jugendliche zu und reden mit denen zum Thema Gewalt, machen Aufklärungsarbeit, reden mit ihnen über die Frage, wie verhalte ich mich bei Gewaltsituationen, was mache ich, wie kann ich davon abkommen, wenn ich selber gewalttätig mal war. Außerdem sind wir an allen Spandauer Oberschulen aktiv, machen dort auch Seminare und Fortbildungen zum Thema gewaltfreie Gesellschaft, gewaltfreie Stadt. Und die Jugendlichen sind auch seit 2 Jahren in den Bussen unterwegs. Da gab es mal vor 2 Jahren die Tendenz, dass junge Leute oder einige junge Leute da Busfahrer attackiert haben. Wir haben gesagt, stark ohne Gewalt on Tour, das heißt im Raum BVG. Man geht auf Fahrgäste zu, redet mit Fahrgästen, klärt auf und versucht auch ein bisschen da für eine gewaltfreie, tolerante Stadt zu werben. Und ab nächsten Monat, wahrscheinlich ab Mai oder Juni, werden wir auch erstmals in den U-Bahn unterwegs sein. Da gab es Gespräche schon mit dem Herrn Beiß von seiner Stelle aus und auch mit der BVG. Werden wir stark ohne Gewalt auch auf die U-Bahn-Linien in Berlin, Spandau, Charlottenburg, Wilmersdorf ausdehnen, weil auch im Bereich U-Bahn oftmals von vielen Menschen eine Art
gefühlte Unsicherheit ist. Und da wollen wir vorgehen. Und wir sind froh über die Kooperation mit der Polizei. Dankeschön. Also wir haben gesehen, liebe Zuschauer, vielen Dank erstmal an die Gäste, dass sehr viel getan wird aktuell. Aktuell sind schon Projekte am Laufen auf vielschichtigen Ebenen, sowohl von Schule angefangen, dann was den öffentlichen Raum angeht und dann auch öffentliche Verkehrsmittel. Dann gab es auch die Ideen, wie Religionsgemeinschaften mit einbezogen werden können. Ich denke, das ist so ein vielschichtiges Herangehen an das Problem und um das schnell zu lösen. Ich denke, die Probleme sind manchmal werden größer dargestellt, als sie tatsächlich dann vielleicht im Einzelnen sind, weil die Medien auch dazu neigen, aus kleinen Sachen Sensationen zu machen. Und ich denke, mit dieser Runde konnten wir gut zusammenstellen, was die Situation ist, was in naher Zukunft getan werden kann und getan wird. Und ich bedanke mich nochmal bei den Zuschauern und wünsche Ihnen dann natürlich noch einen schönen Abend. Dankeschön.